zum Flugfeld. Sofort! Oh lol. So, der ist tot. Oh Gott, 12 Minuten Zeit. Das kann was werden. Du bist tot, Kleiner! Da fickt euch! Multikill. Ich mache aus euch Kleinholz, ihr kleinen Säcke hier. Ein Auto. So, nachgeladen habe ich. Auch eine perfekte Karre. Sind die denn? Alter, noch so viele. Von wo? Oh Gott. Die setzt mir aber ganz schön zu. Scheiße, jetzt kriege ich hier Zeitdruck, oder was? Fuck, ich glaube, das wird ein bisschen knapp mit der Zeit, habe ich das Gefühl. Boah, mit dem Flammenwerfer, ich glaub's auch. Stoß mal vor. Kann ich damit fahren? Ja, natürlich muss das repariert werden. Aber das kann ich schon nehmen. Steck ein. Gib Gas. Oh Gott. Au. Ich bin nicht ans Geschütz, ich will fahren. Mir ja nicht mein Auto kaputt, zeige ich euch. Oh, das wird knapp. Ach du Scheiße. Lasst mich in Ruhe, ihr kleinen Wichser. Fickt euch doch allesamt. Gott sei Dank, ja. Lisa, oh Gott. Was? Ich kann dich nicht hören! Bitte hier, so schnell du kannst! Moment. Scheiße, natürlich ist die Karte auch nicht aufgedeckt. Oh, ein Scheiß! Da ist es ja schon. Sei da, Riley. Da ist es ja schon. Scheiße! Das brauche ich jetzt echt nicht. Und jetzt? Nein, halt, falsch. Geschütz. Muss mich heilen. Aua. Schnell. Schnell, schnell, schnell drehen. Verdammt, wo sind die denn? Okay, rest laufe ich. Oh, gib das MG her. Gott, das sind aber viele. Ja, halt, Job, die sind hinter mir. Oh Gott. Alter, das sind so viele.
Nachladen hier. Ihr werdet nicht zum Sprechen kommen. Soll ich hier rein? Nö. Boah. Riley muss in einem dieser Gebäude sein. Du hast keine Chance. Nachladen. Aua. Oh Gott, das ist noch so ein dicker. Moment. Muss nachladen. Weil ich meine Zeit ist gerade mal nicht mehr beschränkt. Das ist schon mal sehr gut. Ich glaube, ich muss mal ganz kurz... Oh Scheiße, ich kann keine Medizin mehr herstellen. Kann das sein? Ne. Oh, jetzt ist es aber eng hier. Leute, das ist nicht locker. Fick dich. Ach lol, der steht da irgendwo drin. Muss ich nochmal nachladen hier kurz. Das ist glaube ich bloß noch der. Natürlich halt der wieder Wache. Wo steht denn der drin? Wie das einfach mal nicht aufgeht. Echt fies gemacht hier. Hey, ich bin hier. Oh Leute, hab ich keine Schüsse mehr? Oh Leute, aua. Sterb. Sag du. Suche das Gebiet nach Riley ab. Oh, ist das stressig hier, ey. Meine Güte. Irgendwie ist Riley nicht hier, habe ich das Gefühl. Riley muss in einem dieser Gebäude sein. Hey, ich bin hier! Wie viele Gebäude gibt es denn hier, in denen er sein kann? Okay, das wird mir so nicht angezeigt. Verdammt. Ja. Wo ist der? Wer ist hier ja nicht? Verdammt. Wo bist du, Riley? Wenn das jetzt immer noch auf Zeit wäre, ey, boah. Ich laufe doch durch die ganzen Gebäude hier. Weise wird mir jetzt schon gar nicht mehr angezeigt, in welchen Gebäuden er sein kann. Ich durchsuche ja den Flughafen. Boah, jetzt wäre richtig stressig, wenn jetzt immer noch neue Gegnerwellen kommen würden. Hä? Der wird doch hier nicht am Anfang sein. Von hier sind wir ja gekommen. Wäre ja unlogisch, wenn er hier ist. Also so ein bisschen unlogisch zumindest. Ja. Mal wenigstens noch mal ein bisschen Medizin, Munition. Auch gut. Laden wir mal kurz hier nach. So. Guck mal, der Punkt zeigt da hinten hin. Da waren wir doch eben, oder? Nicht? Ja, das zeigt hier hin. Aber ist ja nix. Nicht rein. Riley muss in einem dieser Gebäude sein. Ja.
Sag bloß. Hier oben vielleicht? Nee. Hä? Das einzige Gebiet, was mir hier angezeigt wird. Hey, ich bin hier! Und wie bin ich gerade verwirrt? Ja, ich weiß, dass der in einem dieser Gebäude sein muss. Aber in dem war ich jetzt alle schon. Hilfe! Hier ist niemand, hier ist keiner. Kann ich da irgendwo rein? Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Ach lol, hier geht's ja rein. Das sehe ich jetzt erst. Oh, Mann, ey. Oh, Gott sei Dank. Ich bin da. Gott sei Dank. Ich hab's schon nicht mehr geglaubt. Wir müssen hier verschwinden. Okay. Mir nach. Ich dachte, ich würde dich nicht. Lauft mir schön vor die Schüsse, genau. Gebiet ist gesäubert. Scheiße! Kannst du einen Heli fliegen? Nein! Du hast doch einen Flugschein! Ja, aber für Flugzeuge! Ja, dann musst du schnell lernen! Was? Oh, Scheiße! Ich würde auch gerne Heli fliegen wollen. Oh, los! Ans MG! Geh ans MG! Los! Die Musik! Die Musik! Wie geil ist das denn? Achso, das ist wieder das Lied. Hammer geil, ey. Ah, dieses Spiel ist einfach Hammer. Sterben, Mann! Das war's jetzt, wir sterben! Nein, stimme nicht! Okay, okay! Ich weiß nicht, was ich machen soll! Benutze die Macht! Was? Benutze die Macht? Er hat eben gesagt, benutze die Macht, Alter! Wir haben Heli, damit kommen wir von dieser Insel runter. Wenn wir genug Treibstoff haben, zumindest. Ich glaub, so langsam schnall ich's. Alles okay? Ja! Wunderbar! Hahaha! Hier alles in die Luft fliegt. Die sind auf den Dächern! Wir mähen hier alles nieder. Geh hoch! Ja, nicht! Auf der Brücke! Alles fliegt in die Luft, ey! Alter, das ist aber geil. Das macht richtig Spaß, hier mit dem Helikopter rüber einfach alles niedermähen, ey. Nur schade, dass Sam tot ist. Immer ein echt sympathischer Kerl. So, jetzt wird's wieder auf dem Flugfeld hier. Du bist voll krass, Mann. Wir jagen hier alles in die Luft. Kein Rücksicht auf Verluste. Alles in die Luft fliegt einfach. Oh. Warum fliegt der denn auch genau über den Heli? Über das Flugfeld drüber, ja. Oh, oh. Meine Waffe muss abkühlen. So, der kleine Motherfucker. Du bist raus, du bist burnt. Wo fliegen wir denn hin? Flieg doch mal ein bisschen höher, Wily, ey. Was fliegst du denn so tief? Ich meine, gut, dann kann ich besser die Gegner treffen, ja, aber... Die Musik, ey. Oh, ich find das geil. Guck mal, ein Heli. Mehrere Helis. Schweinehund!
kriege ich irgendwie nicht. Okay, jetzt. Mach nicht die Helis kaputt, ich schieße einfach den Piloten raus. Boom. Was qualmt denn hier so? Unser Heli ist eigentlich ganz gut intakt eigentlich. Weiter in diese Richtung! Die anderen warten auf uns! Okay, alles klar, ich kann das! Ja, ja, okay. Oh, oh, das ist so cool! Oh Mann, ey. War aber wirklich krass, ey. Cool, cool. Das hat echt Spaß gemacht. 5000 XP bekommen. Boah, mal sehen, ob wir jetzt echt nochmal mit nach Hause fliegen. Oder fahren. Oh Gott, nein! Dr. Earnhardt! Warte hier! Sind jetzt echt noch Gegner? Nee, der Doktor ist weg. Was ist passiert? Scheiße. Nein, Doktor. Jason. Wo sind Sie? Wo sind meine Freunde? Ich konnte die Krieger nicht aufhalten. Es tut mir leid. Sie brachten ihre Freunde zum Tempel? Citra oder was? Och nö, ey. Ich verstehe nicht. Ich muss sofort zum Tempel. Aber nur mit dem Heli. Und das nehme ich nochmal mit hier. Riley, wir müssen los, jetzt! Oh Gott, jetzt müssen wir unsere Freunde nochmal retten. Nochmal retten, ey. Bleib in der Nähe, Riley. Trifft Citra. Wie, warum haben die sie hierher gebracht? Citra ist auf unserer Seite. Nicht verwirrt. Wo sind denn alle verflucht? Das frage ich mich gerade aber auch. Citra, was hast du mit meinen Freunden gemacht? Wie schön, dass du siegreich zurückkehrst. Hey! Wo bringen sie ihn hin? Ey, nicht so, mein Fräulein. Jetzt stellt sich Citra gegen uns, oder was? Sieh dich an. Groß, stark, mächtig. Warum wieder das sein, was du einst warst? Nee, auf dieses SM-Scheiße stehe ich hier nicht, ne? Das ist meine Schuld. Ich ließ dich leben mit dieser Last. Der Pfad reinigte dich, doch die Läuterung ist nicht vollendet. Das ist falsch. Tu das nicht. Ich liebe dich, Jason. Aber du lässt mich dir nicht all meine Liebe geben. Ich weiß, wie schwer es sein muss. Es verletzt mich, deinen Schmerz zu sehen. Citra. Ich will dir nur helfen. Dich dafür lieben, wer du bist. Den Mann anbeten, der du geworden bist. Es wird alles bald vorbei sein. Ich bringe dich auf das Podium. Und dort wirst du von deiner Vergangenheit befreit. Jetzt ist sie mir nicht mehr ganz so sympathisch. Gehöre ich dir. Doofe Kuh. Shit, ey. Yeah. Kann ich nicht irgendwie meine Macht einsetzen oder so? Folge dem Pfad des Kriegers. Nur die Stärksten überleben.
überleben. Das ist der magische Dolch. Mit den Rakiat bist du machtvoll. Der Dolch sieht schon cool aus. So wie die, die vor dir kamen. Waffen töten Menschen, sie bringen sie nicht wieder zurück. Sicher? Ein großer Krieger! Was hast du sicher in den Rücken geschossen? Mächtiger Krieger, du bekommst das letzte Tatar. Sie fallen alle vor dir auf die Knie. Und du bist bis an die Zähne bewaffnet und voller merkwürdiger Tattoos. Du glaubst, du bist ein Krieger wegen all diesen Tattoos auf deinem Arm? Ich nehme sie dir, Kissen! Alter. Dein, wie wir alle. Diese oh Gott, Insel was gehört. Du lebst in einer Fantasiewelt. Oh Gott. Ich werde das alles außer dir. Also wie cool ist es ja schon. Ne? Vollende den Pfad, sonst wird all dein Fortschritt, dein Tatao, alles was du auf dieser Insel getan hast, verschwinden. Du bist bereit, Krieger. Hier. Töte Citra, töte sie. Sie ist irre. Freund retten. Boah, zieht er die Schlampe, niemals. Jason, warum musst du gehen? Du wirst kein Krieger mehr sein, kein Held. Deine Freunde werden gehen, Kinder bekommen und langweilige Leben leben. Bleib hier, der Dschungel wird immer für dich da sein und du wirst immer König sein. Sind sie tot, musst du nie wieder fort von hier. Die Gewalt ist vorbei. Ich bin fertig. Kein Blut mehr. Jason, sieh mich an. Bleib bei mir. Du brauchst keinen von denen. Du bist auch alleine mächtig. Jason, ich liebe dich. Jason, was ist los mit dir? Citra hat mich erlöst. Uns alle erlöst. Und du willst ihre Liebe nicht... Ja! Ich liebe dich. Verlass mich nicht. Verzeih mir. Tja, Dennis, wer hat sie jetzt umgebracht? Was habe ich getan? Citra! Citra, bitte! Verlass mich nicht, bitte! Citra, es tut mir leid! Citra, bitte verlass mich noch nicht! Alter, das Lied ist geil. Hauptsache streicht mir die GEMA nicht das Video hier. Wegen der Musik. Deswegen laber ich jetzt kurz mal darüber, auch wenn ich es ungern möchte. Ich glaube, wenn ich das Lied einfach so durchspielen lasse, könnte es vielleicht Probleme geben, oder? Ich hoffe, der Getöte, ich zähl nicht mehr. Ich kann nicht mehr zurück. Ich bin ein Monster. Ich spüre die Wut in mir. Aber irgendwo in mir drin bin ich mehr als das. Besser als das. Alter,
In Memory of Jens Jungmark. Oh, das war also Far Cry 3. Alter, episches Finale. Also ein episches Spiel mit einem ebenso epischen Finale. War wirklich richtig geil. Und auch Sachen dabei gewesen, die hat man gar nicht gedacht. Also, es geht, man tötet Hoyt, okay, das konnte man sich denken. Aber erstmal, dass der tötet Sam und dass wir Riley nochmal finden. Und dann, dass das mit Citra und dass wir jetzt mit, doch mit unseren Freunden mitgehen. Nee, war wirklich ziemlich, ziemlich geil. Ja. Jetzt würde mich natürlich nochmal interessieren, was wäre passiert, würden wir den anderen Weg gehen, unsere Freunde umbringen. Was für mich aber jetzt der falsche Weg gewesen wäre. Tja, ziemlich krass. Und jetzt gehen wir hier von einer verwüsteten Insel, von dem so gut wie alles ja tot ist, könnte man fast sagen. Tja, war's weg, heute ist weg, Citra ist weg, Dennis bleibt noch. Nee, auch ziemlich geil. Also, wie sich das auch gewandelt hat, wie man mitgekriegt hat, wie sich Jason so auf seiner Reise hier auf der Insel auch verändert hat und dann, nee, wirklich. Und zum Spiel selber, ich habe schon so oft gesagt, das ist einfach hammergeil. Es ist definitiv mein Spiel 2012. Vielleicht sogar noch auch noch 2013 mit dazu. Obwohl, das kann man schlecht sagen, weil das ja erst angefangen. Und es kommen auch dieses Jahr wieder viele gute Spiele raus. Vielleicht auch sehr gute. Muss man mal schauen. Aber auf jeden Fall wird Far Cry 3 sehr lange Zeit, wenn ich für immer, zu einem meiner Lieblingsspiele zählen. Hat mir hammer viel Spaß gemacht. Ja, also das ist so ein Spiel, wie ich mir immer vorstelle. Ja, ich mag dieses Open World. Eine gute Story. Jetzt muss ich kurz husten. denn dieses mit Sachen sammeln, sich selbst Sachen herstellen und Fähigkeiten und sowas, das ist eigentlich einfach so ein Spiel, wie ich es mir immer wünsche. Und Far Cry 3 hat es total getroffen. Und ich muss ehrlich sein, ich hatte weniger, viel weniger von Far Cry 3 erwartet. Far Cry 3 habe ich nie gespielt. Auf Far Cry 2 kam ich nur, weil ich es als Angebot mal im Laden gesehen habe. Habe ich auch das erste Mal von Far Cry gehört. Nee, stimmt nicht. Als ich Far Cry 2 gesehen habe, wusste ich schon, dass ein Far Cry 3 kommt. Aber ich hatte eben keine Ahnung, was für ein Spiel das ist. Hab mir dann kurz mal ein Far Cry 2 Let's Play gemacht. Das Spiel war so grottig. So schlecht einfach. Hatte ein paar gute Sachen dabei. Es ist schon ziemlich alt, aber im Grunde einfach so ein grottiges Spiel, mit dem man sich eigentlich nicht lange beschäftigen möchte. Deswegen waren auch die Erwartungen für Far Cry 3 nicht so hoch. Zumindest nicht bei mir. Man hat vieles Geiles gehört und es war so, oder konnte gelten, so als der Geheimtitel 2012. Schon die Trailer haben viel versprochen, ja. Und deswegen habe ich dem Spiel einfach mal eine Chance gegeben. Hoffe, sie machen einiges besser als in Far Cry 2. Und man muss sagen, sie haben alles besser gemacht als in Far Cry 2. Ein rundum einfach gelungenes Spiel. Einfach hammergeil. Also, ich muss ganz ehrlich sein, Assassin's Creed 3 habe ich mich riesig drauf gefreut, ja. Richtig doll. Bei weitem nicht so wie auf Far Cry 3. Dann habe ich Assassin's Creed 3 gespielt. Natürlich habe ich mich riesig gefreut, als das Spiel wieder losging und sowas, weil ich als Assassin's Creed-Fan. Dann kam aber Far Cry 3 und dann, irgendwie, Far Cry 3 hat einen Riesensprung nach vorne gemacht. Hat Assassin's Creed 3 für mich einfach bei weitem überholt, ja. Ich finde Far Cry 3 einfach um Längen besser als Assassin's Creed 3 und warum das so ist, ja, sind verschiedene Sachen. Aber ich fand, dass Far Cry 3 ist einfach so rundum perfektes Spiel. Ich könnte wirklich nichts meckern an diesem Spiel. Wirklich nicht. Ich fand das auch nicht, also langweilig an bestimmten Stellen fand ich das jetzt auch nicht. Gut, mit diesen Funktürmen einnehmen und Außenposten und sowas. Man könnte vielleicht sagen, das ist immer mal wieder dasselbe, weil man das immer schon mal hatte. Aber das wird auch, das ist auch immer wieder variiert. Es ist ja nicht so, dass alle Außenposten gleich sind, gleiche Gegner und alles sowas. Nee, da ist mal ein Tier drin, das kann man befreien. Dann geht das auf Gegner los. Man hat verschiedene Gegner, ja. Mal hat man mehr Scharfschützen, man hat Hunde dabei. Da ist immer noch so eine Variation drin, was das immer wieder interessant macht. Doch dieser Anreiz, die zu erobern und dann irgendwelche tollen Sachen zu kriegen. Lange Zeit wusste ich gar nicht, dass es einzigartige Waffen gibt. Aber seitdem ich wusste, dass es die gibt, möchte man natürlich die auch freischalten. Ich sammle nun natürlich keine 120 Artefakte in der Hoffnung, dann eine einzigartige Waffe zu bekommen. Aber nee, es ist schon cool, ja. Eine riesige Welt, ja, doch, es ist einfach hammer geil. Ich weiß gar nicht, ich habe noch nichts gehört von einem Far Cry 4, ob es nochmal ein Teil danach kommt. Aber ich würde mal stark drauf tippen. Ubisoft, wenn dieses Spiel so reingehauen hat, ja, und die Menschen so mitgerissen hat einfach, ich glaube, da wollen die noch ein bisschen mehr Geld rausschöpfen und wollen den Leuten, da denke ich, schon noch einen neuen Teil geben, weil die auch gespannt drauf sind. Frage ist natürlich, ob man das dann auch wieder so gut hinkriegt wie dieses Spiel. Ich weiß nicht, weil jetzt ist die Messlatte natürlich ziemlich hoch und das nochmal zu toppen, das wird echt verdammt schwer. Das wird's auf jeden Fall. Aber einfach hammergeil. Ja, dann möchte ich mich bei euch natürlich nochmal bedanken.
für das Verfolgen dieses Projektes, für eure Kommentare und eure Bewertungen und auch die ganzen Tipps, die ihr mir gegeben habt und ihr damit auch so ein bisschen geholfen habt, auch in diesem Spiel. Und dann, dass ihr auch mich nicht gespoilert habt oder sowas, sowas ist immer kacke. Ja, also war ein richtig geiles Projekt, hat mir hammer viel Spaß gemacht einfach. Solche Spiele würde ich immer wieder gerne let's playen. Ich bin gespannt, was da noch in nächster Zeit kommt. Richtig gespannt bin ich auch auf Watch Dogs, was irgendwann 2013 kommen soll. Ich weiß aber gerade gar nicht genau, wann genau. Und dann die letzte Aufnahme, Far Cry 3. Ich nehme jetzt schon seit 2 Stunden auf. Weil dieses Spiel, das fesselt einfach auch ein, so, ne? Das ist, man möchte immer wissen, wie es weitergeht, ja? Das ist einfach eine coole Sache. Also, nachdem unser, boah, ich habe den Namen vergessen, seitdem uns gesagt wurde, dass dieser Riley tot sei, war das, ja, gut, war das einzige Ziel, diesmal noch hatte, heute zu töten. Dass dann Riley nochmal da ist, ist echt ziemlich cool. Also es gab auch stressige Situationen im Spiel, muss man durchaus sagen. Manchmal, wenn ziemlich viele Gegner oder so kommen, dann ist gerade bei mir hier, bin ich dann ziemlich schnell mal auch genervt oder so. Und brauche dann nochmal ein Päuschen, aber ich meine, das gehört auch dazu. Einfach hier so wie ein kleines Prinzessin im rosa Tütü einfach hier über die Insel stapfen. Und alle Gegner fallen einfach um, wenn man sie anguckt. Ist ja auch langweilig, ne? So ein bisschen, Alter, was ist denn hier los? Alexandru, 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 Alexandra, was geht denn hier ab? Okay. Was wird hier gerade aufgezählt? Ist auf jeden Fall alphabetisch geordnet, aber war ja eben krass. Die ganz gleichen Namen. Hä? Warum? Ionut? Was haben die denn? Egal, ich frag gar nicht. Ich hab nicht darauf geachtet, was das hier für Namen sind. Das sind auf jeden Fall ziemlich viele und oft heißen ja welche auch gleich. Das ist ja seltsam. Zumindest mit dem Vornamen. Krasse Scheiße. Ja, ansonsten könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare schreiben, wie fandet ihr dieses Projekt? Seid ihr auch so überwältigt wie ich? Ich fall hier fast vom Hocker, auch wenn ich auf dem Stuhl sitze, aber ey, richtig krass. Richtig, richtig krass. Ja, und ansonsten wollte ich eigentlich, keine Ahnung, ob das zum Zeitpunkt dieses Finals schon hochgeladen ist, nochmal ein Video machen, was kommende Projekte auch nochmal betrifft. Das will ich jetzt hier gar nicht ansprechen, sondern ich verweise dann einfach auf dieses Infovideo. Entweder kam es schon oder es wird noch kommen. Da frage ich euch auch nochmal, was ihr meint mit kommenden Projekten. Nicht direkt ein Spiel, aber ihr werdet dann in dem Infovideo sehen, was ich da meine. Ja, und dann Ubisoft ist bekannt für lange Abspänne. Deswegen lasse ich das hier gerne nochmal durchlaufen. Ihr habt aber bloß immer ein bisschen Angst, das hatte ich jetzt schon bei Battlefield 3. War das 1 oder bei Assassin's Creed Revelations? Ne, bei Assassin's Creed Revelations glaube ich nicht. Aber bei Battlefield war es so. Zum Schluss beim Abspann, da haben sich immer 2 Lieder wiederholt. Einmal das Battlefield, Sam. Und dann noch so ein anderes Lied von George, nee, Cocker, nee, wie hieß der denn? Keine Ahnung, ist ja auch egal. Jedenfalls, das wurde mir gesperrt, das Finale von Battlefield 3. Durfte ich dann nochmal neu schneiden, also das Ende rausschneiden und dann nochmal neu hochladen, weil Copyright-Verstöße wegen dem Lied. Jetzt ist hier mit Musik nicht ganz so viel. Außerdem laber ich hier gerade noch die ganze Zeit, deswegen hoffe ich, kommt das hier durch. Ansonsten, oh, guck mal, hier sind die Stimmen, wa? Sitor! Okay. Coole Sache. Wie viele da auch immer mitmachen bei so einem Spiel, ne? Das ist ja sowieso nochmal irgendwie cool. So irgendwie nach der Schule mal für ein paar Monate, okay, man könnte auch fast von Jahren sprechen, bei so einer Spielerentwicklung mal dabei sein, ja? Also ich selber habe ja keine Ahnung davon, ne? Also wie das wirklich geht. So von Designs und sowas habe ich keine Ahnung. Vom Programmieren und Skripten und was man alles da macht. Keinen blassen Schimmer. Aber manchmal mal so dabei ist und mal zusieht, wie das so ist. Oder bei einem Filmdreh wäre ich auch gerne mal dabei. Oh ja, und ihr seht, ich schweife hier so ein bisschen vom Thema ab. Weil ich nicht weiß, ich meine, die meisten schauen sich das eh nicht mehr an. Ich laber hier, wen interessiert das schon, ja? Aber ich glaube, der finale Part ist auch ziemlich lang, wa? Der geht jetzt schon fast 1 Stunde. Alter, Vater, muss ich mal gucken, wie ich den kürze, schneide. Jo. Naja, okay, ich glaube, dann war es einfach mal. Ich weiß nicht, was ich mir jetzt hier noch aus der Nase rausziehen soll. Ich habe morgen zum Glück keine Schule mehr. Ich habe jetzt noch eine Woche Projektwoche und dann Ferien. Ich weiß nicht, ob ihr Ferien habt, aber... Ich würde es euch natürlich gönnen. Fans sind immer was Tolles. Und, ja, was kann ich noch sagen? Ich habe jetzt hier, da wird zumindest der erste Part schon hochgeladen sein, mal ein Skyrim angezockt gemacht. Also, falls ihr noch irgendwie Lust habt, noch ein Video von mir sehen wollt, kann ich darauf verweisen. Skyrim, hammergeiles Spiel, kann ich auch jedem nur empfehlen, auch wenn ich bis jetzt bloß 1 Stunde gespielt habe. Aber, was ich von anderen so höre, also, empfehlen kann man es, denke ich mal, auf jeden Fall. Habe ich mir jetzt auch mal zugelegt, ja, ich hatte tatsächlich kein Skyrim. Ich hatte tatsächlich kein Skyrim. Glaubt man kaum. Aber jetzt habe ich mir auch mal geholt. Ja, Far Cry 3, auch die Musik, genau, war einfach hammergeil, ey. Wie das losging, Vaas, ey, Pop, also Vaas ist definitiv mein Lieblingscharakter in dem Spiel. Einfach so hammergeil.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe es im Let's Play auch mal angesprochen. Eigentlich war es ja mal, da habe ich einen GameStar-Bericht gelesen, als was war es eigentlich mal geplant als andere Person. Als der Draufgänger, der Schläger mit Tattoos und Narben und so richtig breit und so, der Hau-Drauf-Typ richtig, ne? Der typische Bösling, aber das war den so ein bisschen zu klischeehaft und da haben wir das tatsächlich nochmal abgewandelt und der war es jetzt einfach so perfekt. Alter, so ein Gegner, so ein, wie ist denn das, Fiesling? So ein Gegner, so ein Bösewicht. Du Bösewicht, du. Wünscht man sich echt in einem Spiel. Doch, das ist einfach hammergeil. Und dann auch das mit diesen komischen Traumländern und diesen Drogen und in komischen Welten und, ne, wo man dann immer war. Und gegen das Tatao-Monster kämpfen und dann immer diese wie zum Beispiel, wie wir Vars getötet haben oder sowas. Das ist einfach hammergeil. Das habe ich noch nie in einem Spiel so erlebt, ja. Dass man, beispielsweise Assassin's Creed, wie tötet man da die Gegner? Da kämpft man dann ewig gegen die und zum Schluss versetzt man den Gnadestoß und fertig. Das ist wenigstens mal was anderes, ja? Das ist einfach mal richtig, richtig geil. Eines der besten Stories, die ich hier hatte in dem Spiel. Ne, die beste, würde ich sogar sagen, oder? Welches Spiel hatte denn eine richtig gute Story? Ich fand die Story von Assassin's Creed 2 zum Beispiel ziemlich gut. Bei Brotherhood und Revelations fand ich sie nicht mehr ganz so pralle. Ja, bei Assassin's Creed 3, ich finde Far Cry 3 so richtig gefesselt, ey. Ja, so wie Citra uns zum Schluss gefesselt hat. Oh, Mensch, abspannen, seid zu Ende. Was soll ich denn hier noch labern, ey? Soll ich anfangen zu singen hier? Alle meine Ähnchen. Es ist schon 9:45 Uhr. Ich muss auch noch rendern hier. Oh. Ja, wie war euer Tag so? Ich hoffe, ganz angenehm. Sind wir zum Schluss doch noch mit unseren Freunden mitgefahren? Ich weiß gar nicht, vielleicht schaue ich mir mal in andere Let's Plays rein von Far Cry 3 und schau mal, wie die abgeschlossen haben. Aber ich glaube, die meisten haben damit abgeschlossen, die Freunde zu retten. Naja, man kann immer schauen. Das andere Ende würde mich nochmal interessieren, was dann ist. Wir bringen unsere Freunde um und wir kriegen dann viele kleine Kinder mit Citra oder was? Wie soll das aussehen? Jetzt rede ich mir hier schon den Mund fusselig, ich muss noch was trinken hier. Translation and Adaptation. Techvision by Playman. Project Manager. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal, weil ich heute noch bei meiner Freundin war, hier so Skislalom World Cup in Kitzbühel. War das World Cup? Ich glaube ja, ne? Habe ich zum ersten Mal gesehen, sowas. Eigentlich interessiert mich Wintersport nicht so. Boah, vor allem ist immer wieder dasselbe. Die fahren immer wieder die gleiche Strecke darunter, ja? Manchmal verkacken sie, das ist immer lustig. Aber ansonsten, ich weiß nicht, wie das interessiert. Genauso wie Formel 1, ja. Also jeder hat da natürlich andere Geschmäcker, aber ich zum Beispiel finde Formel 1 auch ziemlich langweilig. Gut, ich gucke Sachen, die finden andere wieder langweilig und fragen sich, wie ich das sowas gucken kann. Alter, und wehe, geh mal, du sperrst mir ja dieses Video, ja. Ich plapper hier die ganze Zeit und ich muss es dann zum Schluss rausschneiden, ich glaub's auch. Und vor allem dieses Video ist scheiße lang. Wenn du mir das sperrst, muss ich das nochmal neu hochladen, ja. Das war richtig kacke von dir. Dann, ey, komm zu dir und scheiß dir vor die Tür, seid dir. Quentin kam da eben als Name. Quentin Tarantino. Django. Ja, hammergeil der Film. Django kann ich euch auch nur empfehlen. Django ist übrigens einer der besten Filme, die ich in letzter Zeit gesehen habe. Oh ja, also der neueren Filme. Also, bester Film für mich bleibt einfach Herr der Ringe. Hobbit war natürlich auch geil, aber Django, boah, der Film war echt spaßig. Was heißt, ja doch, der war auf jeden Fall, also der war lustig. So ein bisschen Liebe war auch mit drin. Und dann die Kampfszenen, ja. Quentin Tarantino sowieso. Oh, die Musik und dann die Sprüche, die raushauen, ja. Und natürlich übertrieben viel Blut. Oh ja, und der Christoph Waltz, oh, den liebe ich. Der hat einen geilen Humor. Genauso wie Robert Downey Jr. Dem seinen Humor finde ich auch so geil. Oder wie er den Humor rüberbringt. Sag mal, willst du mich jetzt einfach verarschen? Wie lang ist denn hier der Abspann? Und dann kommt hier noch in dem Land übersetzt und in dem Land. Und wer da alles für verantwortlich ist, alter Vater. Da macht das doch hier 10-spaltig oder sowas. Und dann lasst das hier ablaufen in 5 Minuten. Übrigens kann man hier nach noch weiterspielen, ne? Wenn der Abspann zu Ende ist. Aber ich glaube, das mache ich nicht. Weil. Warum? Nee, komm. Was bringt mir das? Eigentlich nichts, ne? Ich kann natürlich noch die letzten Außenposten mir noch schnappen. Die letzten Funktürme. Vielleicht die einzigartigen Waffen noch zusammensuchen, aber. Wenn mir der Antrieb fehlt, ne? Diese Story, dann ist sowieso bei mir die Luft raus. Sowas kann ich ja nicht mehr. Außer bei Assassin's Creed Brotherhood, da weiß ich noch. Als ich damit der Story fertig war, bin ich noch immer Ewigkeiten, Stunden einfach immer durch die Straßen gelaufen und habe auf verschiedene Weisen immer die ganzen Soldaten umgebracht. Das war immer noch lustig, das war immer noch amüsant.
Bah, ich kriege jetzt hier gleich Halsschmerzen, Alter. Jetzt, oh Mann. Ja, ich glaube, dann mute ich mich gleich und gehe dann schon mal irgendwie abwaschen oder Zähne putzen oder so. Wahrscheinlich ist dann der Abspann immer noch nicht fertig. Vielleicht gehe ich nochmal kurz draußen spazieren um 9:30 Uhr dann abends. Ach, Ubisoft hat immer so lange Abspänne hier. Abspänne. Und für wen laber ich eigentlich, wenn mir doch eh keiner zuhört? Schalalalala. Schalalalalala. Schalalalala. Für alle, die noch zuhören. Ja, das ist, manchmal ist es peinlich. Was soll ich denn noch erzählen? Meine Fresse. Keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe mir mal kurz was zu essen holen. Ich habe noch gar nichts im Armut gegessen. Wegen Far Cry 3. Weil das hier so lange ging. Wie gesagt, 2 Stunden Aufnahme und so. Soll ich euch ein bisschen aus meinem Buch vorlesen? Habe ich auch schon ewig mehr weitergelesen. Ja, keine Ahnung. Manchmal. Ich gehe dann immer abends immer so doch etwas später ins Bett und dann bin ich aber auch müde. Ich gehe immer erst oder gehe lieber immer ins Bett, wenn ich schon müde bin. Weil wenn ich sage, komm, heute gehst du schon mal um 9 ins Bett, damit du ausschlafen kannst, das wird eh nicht. Weil wenn ich nicht müde bin, dann drehe ich mich da eh nur im Kreis. Na gut, das nicht unbedingt, aber ich wälze mich da hin und her. Und kann dann eh nicht einschlafen im Bett. Oh ja. Oh mein. Ich glaube, der Assassin's Creed Revelation Abspann. Der ging, glaube ich, auch so um die 30 Minuten. Ja, doch, glaube schon. Haut das hin. Oh, vor allem muss ich. Ich glaube, da muss ich das vorneweg nochmal ein bisschen was kürzen. Ich kann doch hier kein über eine Stunde Video hochladen, ey. Kann ich noch nicht bringen. Ja, ich schau mal, wie ich das schneide. Das soll ja nicht euer Problem sein. Ja. Dann mal schauen, was jetzt hier als nächstes kommt. Für ein Projekt. Also, ich habe jetzt direkt kein Spiel. Muss ich ganz ehrlich sein. Deswegen gibt es ja auch dieses Infovideo. Wo ich euch dann so ein bisschen mitentscheiden lasse. Devil May Cry kam ja jetzt raus vor kurzem. Aber das ist. Nee, interessiert mich ein wenig so. Vor allem kenne ich anderen Devil May Cry Spiele nicht. Nee. Finde ich jetzt nicht so interessant. Ja, was kam denn sonst noch so raus? Metro, aber ist auch noch bis März. Da. GTA 5? Wann kommt das eigentlich? Weiß ich gar nicht, GTA 5? Wann kommt das? Aber ich bin auch nicht so der GTA-Fan. Och, Mann! Jetzt werd fertig hier. Ich glaube, da mache ich hier mal einen Schnitt. Ich würde gerne noch den Abspann zeigen, aber da die Abspänne immer so lang sind und sich das eh immer keiner bis zum Schluss anschaut, mach jetzt hier einfach mal Schluss. Diesem Spiel in allem Ehren, aber. Oh, das ist, die Abspänner sind zu lang. Kürz die Abspänner, verdammt. Ja. Ah, Mann. Ich lasse ja immer gerne die Abspänner durchlassen laufen, aber, ne, versteht sich. Deswegen mache ich jetzt hier schon mal einen Schnitt. Bedanke mich nochmal bei allen Zuschauern, bei den zwei, die jetzt vielleicht noch zugucken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Bis dahin. Ich hatte viel Spaß. Und ja, man hört sich, man sieht sich. Bis dahin, ciao.